Herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung Michael Trigel-Crudeus. Warum Gott? Ich heiße Sie herzlich hier im Schaudepot unserer Kunsthalle willkommen und freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der letzten Ausstellungseröffnung in diesem doch durchaus komplizierten Jahr 2020. Ich freue mich, dass der Künstler bei uns ist, Michael Trigel. Herzlich willkommen und der Erzbischof aus Hamburg, Dr. Hesse. Herzlich willkommen. Ja, Michael Trigel, zum dritten Mal können wir ihn hier sehen bei uns im Haus. Einige werden sich sicherlich noch an 2014 erinnern, die Ausstellung mit Tübke und Trigel, zwei Meister aus Leipzig. Danach mit Modell und Maler, mit Erich Kissing, das zweite Mal hier zu sehen und nun zum dritten Mal. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir ihn hier überreden konnten. Und es war gar nicht so schwer, zum Glück, ihn zu überreden, hier mitzumachen, um diese Ausstellung hier bei uns zu zeigen. Auch das ist für uns kein Neuland, Ausstellungen mit einem religiösen Hintergrund. Wir haben es mit der Johanneskantorei und dem Institut für Wort und Text der Universität Rostock schon des Öfteren gemacht. Erinnert sich an Credo in Principio und eben diese Ausstellung dieses Jahr. Diesen besonderen Tag auch zwei Miteröffner habe. Wir werden es mal ganz anders machen, wir werden es dialogisch eröffnen. Sonst halte ich meine Rede und danach hält der Nächste eine Rede und dann der Nächste Rede. Aber da dies Jahr nun auch mal alles anders ist, haben wir uns mal entschlossen, eine dialogische Eröffnung zu machen, worüber ich mich sehr freue. Und ich möchte natürlich erstmal meine beiden Gäste begrüßen. Wir sind ja bekannterweise nicht so Katholiken erfahren. Es gibt ja nur 3% Mecklenburg-Katholiken. Insofern stelle ich den Erzbischof aus Hamburg gerne vor. Dr. Hesse, herzlich willkommen erstmal und danke fürs Kommen und Moin, wie Sie sagten. Moin. Ja. Der jüngste Erzbischof Deutschlands. Jetzt nicht mehr, aber nicht als Sie 2015 ins Amt gehoben Das heißt, der jüngste Erzbischof schon, aber nicht der jüngste Bischof. Ja, aber Erzbischof steht doch über dem Bischof, oder? Ja, so, ja gut, ist ein bisschen schwieriger. Naja, kann ich aber auch sagen, 1966 in Köln geboren, 1993 die Priesterweihe und ich könnte es jetzt vorlesen, es ist also wirklich, ich kenne mich leider in der Amtskirche nicht so gut aus, aber er hat wirklich viele Stationen durchlaufen in der Amtskirche, sag ich mal, in den verschiedenen Stationen, um dann eben 2015 berufen zu werden und was sicherlich für so einen jungen Mann eine große Ehre ist und auch natürlich eine hohe Verantwortung. Und wie der Papst da sagt, er soll den Stallgeruch aufnehmen für seine Schäfchen. Und wie ich Sie bis jetzt kennengelernt habe, gelingt Ihnen das auch, weil Sie haben eine sehr umgängliche Art. Und ich hoffe, dass wir das auch in unserem Gespräch heute hier erleben dürfen. Also danke nochmal fürs Kommen. Ja. Michael Trigel, ich darf du sagen, weil wir kennen uns über diese vielen Jahre jetzt schon seit 2013 in dem ersten Projekt. Ich freue mich wirklich, dass es Michael Trigel als Menschen gibt und auch als Künstler, weil er ist wirklich ein ganz besonderer Künstler. Ich habe vorhin nochmal gefragt, 1968 in Erfurt geboren, aber danach eigentlich alles in Leipzig. Studium bei Arno Rink, den wir ja auch schon zeigen durften. Zum Glück war er auch bei uns noch da. Du warst auch da. Und Ulrich Hachulla, Meisterstudium, auch der war hier und wir hatten ein wunderbares Gespräch hier oben und noch unter Publikum. Oh, hier live ist live, da fallen die Titelschilder ab. Das werden wir aber noch wieder richten. Ein ganz besonderer Künstler, der nicht einordnbar sein will und auch nicht ist für mich. Also er hat seinen ganz eigenen Stil und wenn man sich diesen Bildern erstmal vordergründig näher denkt man, oh, sehr altmeisterlich und sehr klar Renaissance, vielleicht auch Barock, Annäherung. Aber es gibt immer diese wunderbaren zeitgenössischen Bezug. Und der, finde ich, ist eben so wichtig, einen Künstler zu haben, der eben nicht dieser Moderne nur nacheifert und versucht, irgendwelche Reduzierungen zu machen, sondern sich wirklich hingibt, auch dieser altmeisterlichen Technik, aber eben, weil er das, was er aussagen will, eben auch so nur aussagen kann. Und deswegen malt er so, wie er malt. Das ist jetzt keine Attitüde, sondern einfach das, was er uns damit vermitteln will. Aber dazu wirst du ja auch noch einiges gleich sagen können. Ja, für mich ist es eben so verrückt, dass wir sozusagen mal als Kunstmuseum für zeitgenössische Kunst eine so sehr religiöse Ausstellung haben und also sozusagen anders als die Kirche, die ja sonst normalerweise zur Religiosität einlädt, häufig auch Museum ist, mit wunderbaren Kunstwerken. So machen wir es diesmal ein bisschen andersrum.
Man muss aber nicht bibelfest sein, liebe Besucher. Sie kommen her und sie haben ganz viel Spaß. Ob sie gläubig sind oder ob sie bibelfest sind, spielt keine Rolle. Wenn man es ist, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Genuss. Aber lieber Erzbischof, ich möchte Sie gleich mal fragen, weil es gibt ja eine Entfremdung vielleicht von der Kirche, auch in der Gesellschaft. Und es war aber natürlich über Jahrhunderte so wichtig, eben die Kirche als Hauptauftraggeber für Kunst zu haben. Wie ist Ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst, also wirklich zu der Moderne? Was interessiert Sie da? Oder ist es eben doch eher die religiöse Kunst, die Sie täglich umgibt? Also ich habe eigentlich so einen Draht zur zeitgenössischen Kunst, weil ich durch meine Zeit in Köln da natürlich vieles erfahren durfte. Also ich denke zum Beispiel immer zurück an den Jesuitenpater Mennekes, der in Köln ja die Kunststation St. Peter lange Jahre geleitet hat. Und dessen Konzept war eigentlich, zeitgenössische Kunst in die Kirche zu holen und einfach auszustellen, ohne sie zu verzwecken. Das ist ja vielleicht die große Schwierigkeit in der Beziehung zwischen Kirche und Kunst. Also man hat ja dann sehr leicht gesagt, also die Kunst ist die Ancilla, also die Magd. Und das ist ja ein gewisses negatives Verhältnis, was da aufgemacht wird. Und vielleicht ist das der Anfang vom Ende gewesen, dass die Kunst sich sozusagen dann immer weiter von der Kirche entfernt hat. Ich muss sagen, dieses Konzept von Mennekes fand ich sehr bewegend, da einfach Kunst in der Kirche zu sehen und sich von der Kunst ansprechen zu lassen und dann ja auch sich herausfordern zu lassen und nicht einfach jetzt sozusagen dem Künstler zu sagen, mach mir mal ein Bild oder so irgendwie. Das ist dann, glaube ich, eher Kunsthandwerk. Und ich glaube, bei der Kunst geht es nicht nur um das Handwerk. Ich glaube, man muss es schon gut beherrschen und ich bin jetzt kein studierter Künstler oder großer Künstler, vielleicht ein Lebenskünstler, aber das, was Sie so machen, Herr Triegel, das scheint mir vom handwerklichen Können sehr gut zu sein. Also wirkt jedenfalls so auf mich und was man so liest, wird das auch immer wieder betont, also die Qualität der Arbeit. Aber ich glaube, dass das Handwerkliche alleine nicht genügt. Stimmt. Dann fehlt ja irgendwie die Seele des Ganzen. Und die muss dazukommen. Und die kommt, glaube ich, hier, so wie ich das sehe in Ihren Bildern, durch diesen Dialog, den Sie da aufbauen. Also Sie haben ein Können, Sie nehmen zum Teil alte Motive, Sie zitieren alte Meister, sodass selbst ich als nicht studierter Kunsthistoriker das erkennen kann. Aber Sie setzen das in einen Dialog, sodass das auf mich lebendig wirkt und nicht eben einfach nur, sagen wir mal, manieristisch dargestellt und handwerklich perfekt. Also das glaube ich, ist, dass so ein Dialog entsteht und mir eben auch als Vertreter der Kirche oder als Mensch, als Gläubiger, nicht von vornherein alles klar sein darf. Dann habe ich ja mit dem Bild eigentlich schon abgeschlossen oder mit dem Kunstwerk. Ja. Sondern ich muss mich davon herausfordern lassen, ich muss da hineinschauen und irgendwie, glaube ich, so lange darauf schauen, bis es mir etwas sagt oder bis dieser Dialog irgendwie entsteht. Und dieses dialogische Verhältnis, das wünsche ich mir eigentlich zwischen Kirche und Kunst. Und ich habe den Eindruck, dass sich da wieder etwas Neues auch entwickelt und dass es auch junge, zeitgemäße Künstler gibt, die in diesen Dialog einsteigen wollen. Und auch Kirchenleute, die da einsteigen. Also ich habe jetzt bei uns im Erzbistum Hamburg seit kurzem einen Geistlichen, der extra für den Dialog mit der Kunst Freiraum hat, weil ich wahrnehme, dass Hamburg eine Stadt ist, wo natürlich auch Kunst und Kultur eine Rolle spielt und es wichtig wäre, dass wir in diesen Dialog hineinkommen. Ja, Michael, bei dir andersrum die Frage wäre für mich, du bist ja 2014, glaube ich, getauft worden und wie weit ist das eben, hat das deine Kunst verändert, also die Religiosität? Das ist schwer zu sagen. Ich bin eigentlich seit meiner Jugend auf der Suche gewesen. Ich bin in Erfurt groß geworden und in der DDR also. Und irgendwann konnte mich der Staatsbürgerkunde und sogenannte Philosophieunterricht nicht mehr so richtig beglücken. So, man hat das zum 100. Mal das Kommunistische Manifest gelesen
Und ich bin nicht so sozialisiert, dass ich in der jungen Gemeinde groß geworden bin und Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet habe. Und wie es so war, für mich hat zuerst tatsächlich die Kunst eine große Rolle gespielt, auch letztlich als einen Fluchtraum aus dieser Enge der DDR, aus diesem Grau der DDR. Nicht nur dem Grau, das dich umgab, sondern auch dem Grau der Köpfe. Und ich habe da für mich dann vielleicht mit 14, 15, 16 nicht nur durch die Malerei, die mich begeistert hat, neue Welten mir erschließen können. Mich haben die alten Meister begeistert. Als ich das erste Mal in Dresden, später in damaligem Leningrad oder Budapest, Prag, was so erreichbar war, die alten Bilder gesehen habe, war ich fasziniert. Von den Farben, von den Formen, von den Gesichtern, von dem Menschlichen in diesen Bildern. So dass bald die Frage kam, was für Geschichten werden da eigentlich erzählt, die mich so begeistern, die mich erstmal formal begeistert haben. Also tatsächlich, das Handwerk ist erstmal auch eine Voraussetzung, eine bestimmte Spannung zu erzeugen, Interesse zu erzeugen. Für mich damals auch den Wunsch, so willst du auch mal malen. Und da waren dann eigentlich schnell die alten Texte auch da, das war die Bibel da, es war Ovid da, dass ich mir ein Bild machen wollte, was wollten die dir mit diesen Bildern eigentlich erzählen? Und da war es dann auch sehr schnell, vielleicht dann mit 15, 16, dass zum Beispiel das Lesen der Bibel, aber dann auch andererseits von Schopenhauer und Nietzsche, die ja inkriminiert waren in der DDR, für mich so ein Gegenpol waren zu dieser konformen Schulbildung, die damals offeriert wurde. Eigentlich auch aus einer Trotzreaktion heraus. Das war nicht opportun, also musste ich es gerade machen. Ich habe dann eben nicht Heavy Metal und Punk gehört, sondern habe die Offenbarung des Johannes oder den Zarathustra gelesen. So bin ich halt und wahrscheinlich bis heute geblieben. Und immer wieder kam mir der Gedanke, ich habe das dann unmittelbar als Kind auch erlebt in Erfurt, wenn am Martinstag Stadtpatron von Erfurt wir mit unseren Laternen, ich als ungläubig, aber dennoch staunend vor dem Dom stand. Die Gloriosa läutete, das Weiße Kreuz stand auf den Domstufen und auf einmal war das ein Versprechen von einer anderen Welt. Auf einmal war das was mich sinnlich erstmal begeistert hat. Man hat gemeinsam in der Gemeinschaft nicht die Pionierlieder gesungen, sondern Lieder, die mir ans Herz auch ging. Und damals ging das eigentlich schon los, dass ich dachte, das wäre schon großartig zu glauben. Und das klappte aber immer wieder nicht. Und jetzt werde ich anekdotisch, das habe ich sicherlich auch schon 100-mal erzählt, ich habe dann versucht tatsächlich das zu erzwingen und wollte mir quasi selbst Damaskus-Erlebnisse verschaffen. Irgendwann habe ich gedacht, Ostern bist du in Venedig, du gehst jetzt in den Markusdom, der Patriarch kommt mit der Kerze, der Markusdom ist dunkel. Ich weiß, beim Gloria geht das Licht an und wahrscheinlich singen die Monteverdi und Gabrieli, die da die Mehrchörigkeit erfunden haben. In dem Moment, wenn das passiert, wäre ich gesagt, so, jetzt katholisch. Es passierte nicht, heute sage ich zum Glück nicht, denn das Licht ging an. Die Pala d'Oro, also der Hauptaltar, drehte sich um und das erklang aber nicht Monteverdi. Ein junger Mann ging mit der Klampfe vor den Altar und sang so Jesus-Lieder da aus den 60er Jahren. Das war für mich die Bekehrung dahin. Die war dahin. Ich habe gedacht, ihr verratet doch euch selbst. Und was ist denn das? Damit kriegt er mich doch nicht so. Und zum Glück nicht, weil das wäre eine Bekehrung durchs Ästhetische gewesen. Und ich glaube, das ist immer auch meine Versuchung, meine Gefahr, dass ich eigentlich, als ich das erste Mal in Rom war und im Gesù war, wollte ich den Kniefall vor dem Altar machen. Und ich fragte mich damals auch, warum willst du dich hinknien? Du glaubst doch gar nicht daran. Es wäre eigentlich ein Kniefall vor der Form gewesen. Aber, und da bin ich überzeugt, die Form, und da komme ich nochmal aufs Handwerk, ist immer auch ein Träger von Inhalt, so wie Sprache immer auch ein Träger von Inhalt und Idee ist. Und seitdem bin ich eigentlich auf der Suche. Und dann kommt das manchmal ganz, wie man sich's nicht gedacht hat, ganz still. Irgendwann habe ich mich lange schon natürlich mit dem 16. Jahrhundert beschäftigt, mit Ignatius beschäftigt, noch ein junger Jesuitenfreund von mir. Clemens Blattert sagte irgendwann, machen Sie, wir waren damals noch Persien, doch einfach mal Exerzitien, mal sehen, was passiert. Ja, und da passierte was. So war diese Geschichte. Die Identität war also immer schon eigentlich in dir und der Übergang in die katholische Kirche war sozusagen nur ein formaler Akt. Ja, und du fragtest natürlich, hat das was mit meiner Kunst gemacht? Es war tatsächlich auch eine Angst, dass ich gedacht habe, so, wenn du dich jetzt für diesen Schritt entscheidest, was passiert dann mit den Bildern? Bist du dann gar nicht mehr auf der Suche? Thematisierst du gar nicht mehr die Zweifel, die du hast, die Sehnsüchte? Haben die sich dann vielleicht erfüllt? Nur wenn ich den lieben Gott gesehen hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot oder blind. Die Zweifel bleiben. Und das erstmal auszuhalten im ersten Moment, das war schwer. Im Endeffekt habe ich aber das Gefühl, genau das ist das,
was es mir so kostbar und notwendig macht, dass die Zweifel auch was lebendig erhalten. Also wenn ich jetzt jeden Tag sage, natürlich, alles wird sich richten und ich werde ins Paradies eingehen. Nein, es kommen immer wieder auch Nachfragen, es kommen Zweifel. Und die sind jetzt, vorher war es vielleicht stärker noch sogar ein intellektuelles Spiel, jetzt wird das existenzieller. Denn wenn der Zweifel groß wird, stellt er ja eine ganze Lebensentscheidung in Frage. Und das in den Bildern zu thematisieren, die also eben nicht Missionsarbeit in erster Linie betreiben wollen, sondern eben tatsächlich mein Ring, das nach wie vor ein Ring ist, zum Thema haben, macht sie vielleicht auch für andere Leute relevant, die vielleicht die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Zweifel, die gleichen Ängste haben, die ich ja oft genug in den Bildern thematisiere, wo dann das Ganze fast was Apotropäisches hat, wo das Schreckliche, was oft genug in den Bildern dargestellt wird, indem es dargestellt wird, zumindest ein Bild einen Namen kriegt und dadurch vielleicht nicht mehr ganz so beängstigend ist, wie, so wie die Wasserspeier an gotischen Kathedralen, die das Grauen, das Schreckliche, das Böse nach außen tragen und indem es visualisiert wird, vielleicht auch zur Fratze werden können. Ja, und das Universelle in der Kunst ist ja ohnehin da. Das wäre ja, das wollen wir ja ohnehin nicht aufheben. Und das ist ja auch das Gute an dieser Ausstellung eben, was ich vorhin gesagt habe, dass man natürlich nicht religiös sein muss, um diese Ausstellung betrachten zu können und sich mit ihr zu beschäftigen. Das wäre ja auch sicherlich schwierig, denke ich mal. Und wir haben ja so ein schwieriges Jahr, ich habe es vorhin gesagt, wir haben auch eine ganz besondere Atmosphäre heute hier, so zu sitzen und ohne Publikum zu agieren. In dem Sinne, diese Corona-Krise, in der wir ja stecken als Gesellschaft, aber auch als wirklich handelnde Personen, denn die Religion im ersten Lockdown waren ja auch die Kirchen geschlossen, jetzt dürfen sie ja auf... Die Kirchen waren nicht, also sagen wir mal, es waren keine öffentlichen Gottesdienste, aber wir haben in einem Bistum nie die Kirchen geschlossen und viele Leute sind einfach in die Kirchen gekommen zum persönlichen Gebet, genau. Ja. Das fand ich schon wichtig. Genau, aber wir Museen mussten wirklich gleich auch zum Anfang zumachen, nur sind wir natürlich nur ein Ort, wo Kunst sozusagen für die Künstler, aber auch ein wichtiger Ort, sich zu zeigen, jetzt in so einer Personalausstellung, wie du sie hast hier. Du kannst natürlich Kunst produzieren und wirst sie sicherlich auch machen. Ja, Herr Erzbischof, das ist die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Denn die ungestörte Religionsausübung ist ja im Grundgesetz verankert. Das ist ja wirklich ein ganz hohes Gut. Und wie ist diese Abwägung, das würde mich sehr interessieren, wie Sie das sehen, des natürlich Gesundheitsschutzes, der ganz wichtig ist, aber auch gegen andere Bedürfnisse, auch der Vereinsamung, die jetzt da ist, oder Existenzängste, das sind ja alles Probleme, die Sie täglich mit Ihren erleben sicherlich. Wie ist die Haltung der Kirche dazu jetzt im Moment? Also ich bin froh, dass im Moment auch die Kirchen ja nicht zu sind. Klar ist aber für mich, dass wir uns natürlich an die vereinbarten Spielregeln halten. Ich halte das für eine Form von Nächstenliebe. Wir können jetzt nicht in den Kirchen machen, was wir wollen, sondern wir müssen da respektvoll miteinander umgehen. Und das heißt zum Beispiel, ich hatte heute Morgen noch Firmengottesdienst für die portugiesische Mission in Hamburg. Aber das ist klar, man ist auf Abstand, man hat eine Maske, man desinfiziert sich, wir singen nicht gemeinsam, sondern es singt nur einer vor. Also wir tun alles, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Das wird uns einschränken. Ich hoffe, dass die Weihnachtsgottesdienste stattfinden können, aber sie werden natürlich anders sein. Und es wird schon ein Verlust sein, nicht so singen zu können, wie man das so eigentlich tut. Denn so auch den Glauben mal herauszusingen, das ist ja schon auch ein eigener Akt. Und darauf zu verzichten, ist selbst für die hartgesonnensten Kunstbanausen und Nichtsinger, glaube ich, eine Herausforderung. Also das wird dieses Jahr anders werden. Aber das ist jetzt eine Situation, der wir uns stellen müssen. Und mir macht viel größere Sorge zum Beispiel die Zuwendung zu den Armen, zu den Alten, zu den Kranken. Also ich bin froh, dass die Krankenhausseelsorger immer versuchen, zu den Kranken in die Zimmer zu kommen, ihnen beizustehen, den Angehörigen, dem Personal in den Krankenhäusern. Ich bin froh, dass wir versuchen, auch auf der Seite der Armen zu stehen. Aber das nimmt natürlich auch andere Formen an. Also zum Beispiel gehe ich eigentlich jedes Jahr in Hamburg zu einer Einrichtung für arme Obdachlose und feiere mit denen Weihnachten. Ja, wir feiern Gottesdienst, die bekommen auch ein Präsent und etwas zu essen, aber wir können jetzt nicht zusammen sein. Das fehlt, glaube ich. Also diese Nähe, diese Begegnung. Und da bin ich mal gespannt,
wie diese Distanz, in die wir jetzt auch so eingeübt sind. Also man hat ja schon so einen Sensus, wenn einem einer zu nahe kommt, dann geht man irgendwie zurück. Also wie das langfristig unser Leben bestimmt und was da rauskommt. Und sagen wir mal, für viele Leute ist das natürlich eine existenzielle Erfahrung, die sie jetzt machen. Und ich sage mal ganz einfach, die ist so existenziell, dass auch das Thema Tod, Leiden, Krankheit plötzlich ganz nah kommt. Also man kann sich eben infizieren mit einem Virus, der eben nicht harmlos ist. Mhm. Am Anfang haben wir gedacht, also wenn wir nicht gerade zur Risikogruppe gehören, dann geht das irgendwie an uns vorbei und wir können das gut umschiffen. Mittlerweile wissen wir, dass auch junge Leute ziemlich große Schäden davon tragen können und Leute in unserem Alter auch daran sterben. Ich kenne auch Menschen aus dem Bistum, die schon dran gestorben sind, wo dann Familie mit kleinen Kindern zurückbleibt und ein Elternteil umgekommen ist. Das sind schon harte Fakten. Und deswegen ist es wichtig, da sehr klug und nüchtern mit umzugehen, die anderen und sich selber auch zu schützen. Aber es ist eben auch die Frage nach der Existenz. Ja, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Unter welchem Blickwinkel sehe ich mein Leben? Ich sag mal, in den Bildern spielt ja oft auch zum Beispiel dieses Existenzielle oder der Tod eine Rolle. Und ich glaube, den haben wir lange, also irgendwie so umschifft. Also ich glaube gar nicht, dass man sich den ganz wegreden kann. Also im Grunde genommen, ja, weiß man, wenn man geboren wird, dass man sterben wird. Das ist der Lauf der Dinge. Aber man kann sich ja so einwatten, dass man das gar nicht mehr im Bewusstsein hat. Und ich habe den Eindruck, diese Corona-Erfahrung, die stößt uns darauf, dass das eine Realität ist. Und die fordern natürlich dann auch heraus, ja, wie stehst du dazu? Wie gehst du damit um? Also auch für Christen ist der Tod nicht einfach jetzt, dadurch, dass wir an die Auferstehung glauben, so weg, sondern der ist auch für uns eine Realität. Und wie gesagt, auch für mich durch Corona eine Realität, die mir nochmal ganz neu nachgekommen ist, wo ich mich auch gefragt habe, ja, was passiert, wenn du das Virus bekommst? Wie wird die Geschichte sein? Keiner kann das vorhersehen. Also zumindest die Fragilität oder das Fragmentarische des Lebens wird einem sehr deutlich. Und mir hilft es eben, ja, dass ich nicht alles geklärt habe, aber dass ich zumindest einem Gott vertrauen darf, der selber dieses Leben angenommen hat und damit auch den Tod mit uns geteilt hat. Also eines dieser Bilder, die wir da eben so im Vorbeigehen gesehen haben, zeigt Weihnachten, aber dann eben auch schon direkt den Tod und die Vergänglichkeit. Also im Grunde genommen ist das Kind geboren worden, um zu sterben, um es mal ganz hart zu sagen. Und letztlich theologisch, also die Frage Cur Deus ist ja die Frage des Anselm von Canterbury gewesen, damals im 11., 12. Jahrhundert. So, warum ist Gott Mensch geworden? Gut, der hat die Antwort mit der Satisfaktionslehre da gefunden. Ich würde sagen, Gott ist Mensch geworden, um unser Schicksal zu teilen und am Ende uns von den Folgen des Todes zu befreien und Leben in Ewigkeit zu schenken. An dich die Frage, Kunst ist natürlich in Krisenzeiten ja häufig auch Hochzeit der Kunst. Wie empfindest du das für dich persönlich ganz? Also bist du arbeitsfähiger oder eingeschränkter? Das klingt jetzt so positiv, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie so gut arbeiten können wie in den letzten Monaten. Ich werde in Ruhe gelassen. Ich habe ein großes Projekt, an dem ich 2 Jahre lang jetzt arbeiten werde. Es arbeitet sich ganz hervorragend. Und anknüpfend aber auch an das, was eben gesagt wurde, stellen sich für mich auch die Fragen existenzieller jetzt. Also andere Zeiten haben tatsächlich so eine Ars Moriendi entwickelt gehabt, also die Kunst zu sterben. Und das hat unsere Gesellschaft lang genug ausgeblendet und weggeschoben. Und das kommt ja in vielen dieser Bilder immer wieder zum Tragen. Und jetzt merken vielleicht auch einige andere Menschen, nicht nur ich, der ich sie gemacht habe, das hat was mit uns zu tun. Das ist nicht nur eine Geschichte, die man da erzählt und das ist nicht nur ein Archetypus, der da verhandelt wird.
Insofern denke ich auch und staune, ich hätte gern darauf verzichtet, aber ich staune auch letztlich, dass diese Ausstellung durchaus aktuell ist. Also der erste Raum, wenn da die Überschrift aus Schopenhaus Buch Die Welt als Wille und Vorstellung steht, alles Leben ist wesentlich Leiden, als eine Voraussetzung für diese Ausstellung, wo dann aber auch um andere Räume hier um Menschwerdung, um Auferstehung und dann um den, wie ich finde, wunderbaren Satz von Augustinus kreisen, Gottes Sehnsucht ist der Mensch. Das haben wir auf einmal leibhaftig. Also das ist nicht nur philosophische, künstlerische oder theologische Reflexion, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein schmerzhafter Lernprozess, aber wir müssen uns dem wieder stellen, dass also wir Dinge nicht wegschieben können, dass wir nicht durch Konsum Leerstellen besetzen können, dass wir, Sie hatten es angesprochen, gezwungen sind, Leerstellen, Leere überhaupt zuzulassen, zu ertragen, um dann vielleicht Modalitäten zu finden, wie man sie überwinden kann, nur indem vorher schon alles gleich zugestellt wurde, zugekauft wurde, zugedröhnt wurde, von früh bis spät dudelt irgendwo was. Ich glaube, diese Stille, die sich jetzt auch wie so ein Mehltau über diese Gesellschaft legt, die ist oft schmerzhaft, aber manchmal ist es im Leben notwendig, sich dem Schmerz zu stellen auch, um dann vielleicht erstens die Kostbarkeiten wieder festzustellen, zu merken, was war für uns eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich lebe in Leipzig, ich könnte in der Woche in 5 oder 6 Konzerte gehen, Weltklasse-Konzerte, jetzt eben nicht. Thomaner singen, Gewandhausorchester, es gibt eine großartige Oper, Berlin ist nicht weit. Das geht jetzt alles nicht. Auf einmal merkt man, wo man oft genug früher sagte, na ja, die Thomaner singen jede Woche, gehe ich heute nicht hin. Auf einmal merkt man auch, was einem auch fehlt. Auf einmal merkt man auch, dass Kunst eben auch vielleicht nicht nur das Sahnehäubchen auf einer Gesellschaft ist, sondern existenziell ist. Und da würde ich nicht sofort sagen, jetzt öffnet sofort alle Museen. Ich würde auch genauso sagen, wir müssen jetzt mit Bedacht angehen, aber wir sollten uns bewusst sein, was uns fehlt, um das dann vielleicht auch, wenn nach Monaten, und ich glaube, die Zeit muss man auch aushalten können, und das können wir auch aushalten, man muss nicht pausenlos Party machen, um dann vielleicht auch wirklich die Kostbarkeit dieser Dinge wieder wahrzunehmen. Das wäre für mich zumindest eine Hoffnung, wenn auch eine schmerzhafte Hoffnung, dass man diese auf diese Weise erfahren muss, aber das wäre vielleicht eine Chance, durch diese Krise auch durchzugehen. Also wenn es eins gibt, was mir die Pfarrer so, wenn wir so darüber reden, welche Erfahrungen die jetzt so machen, was die mir zurückspiegeln, dann ist es, dass die Menschen wesentlicher werden. Mhm. Also dass dieses ganze, also Party drumherum, also was uns so ablenkt, womit man sich so vollkleistert oder so, das ist plötzlich weg. Und damit steht man vor dieser Leere, damit steht man vor wesentlichen Fragen und man kommt offenbar zum Wesentlichen. Also ich glaube, das ist der berühmte Angelus Silesius gewesen, der hat irgendwo in seinen cherubinischen Wandersmann, Mensch werde wesentlich. Und vielleicht, also das ist damals so gewesen und vielleicht ist das etwas, also vielleicht die Message hinter dieser Pandemie. Das könnte das Positive sein, aber das, ich hoffe, dass die Gesellschaft eben nicht auseinanderdriftet. Die Tendenzen sind ja auch da und da ist sicherlich dann auch die Kirche gefragt und auch die Kunst sicherlich eben auch eine Gesellschaft eben zusammenzuhalten und dass wir uns eben nicht in Einzelteile zerlegen und irgendwelche Kramkämpfe aufgemacht werden. Das hängt sicherlich von der Zeit ab. Es ist wirklich eine schwierige Zeit für alle, klar, ohne Frage. Ich persönlich merke schon, dass es mich ein bisschen anders einstimmt jetzt so in dieser, gerade wenn man eben auch davon lebt, dass man arbeitet, um Besucher zu empfangen, so wie eben auch im Gottesdienst. Das ist natürlich schwierig und in der Weihnachtszeit jetzt wäre das eigentlich natürlich auch eine Ausstellung, die natürlich jetzt geradezu schön wäre und mit kleinen Gruppen vielleicht auch wahrnehmbar wäre. Ich hoffe, dass es gelingt, dass wir bald wieder das dürfen, aber wir haben ja immerhin diese Möglichkeit, dass wir heute zumindest darüber sprechen können und was mich so ein bisschen ängstigt, ist dieses, wer nicht für uns, ist es gegen uns. Also, dass wir das sowas nicht uns zu sehr angewöhnen jetzt. Dass wir jetzt also nicht zu sehr sofort irgendwelche Ecken und Sachen aufmachen. Aber dafür ist Kunst eben auch ein ganz wichtiger Prozess und eine ganz wichtige Sache, eben unterschiedliche Sachen aufzuzeigen. Und Naja, um da gleich einzuhaken,
die Idee, diesen letzten Raum der Ausstellung wirklich nur mit Porträts zu füllen, die geht genau auf diesen Gedanken auch zurück, dass wir eben nicht pausenlos nur entweder nur unser eigenes Ego wahrnehmen oder eine ziemlich enge Gruppe, wo wir also in dieser abgeschlossenen Gruppe uns nur zu Hause fühlen und alles andere ist das Fremde, das andere. Deshalb wollte ich eben in diesen letzten Raum nur Porträts hängen, wo man sagt, es geht um die Würde von jedem Einzelnen, von jedem Individuum. Ob es der römische Bettler ist oder meine Tochter, dieser einzelne Mensch ist kostbar und ist wesentlich. Und er hat seine bestimmte Meinung und die muss ich vielleicht auch erstmal zulassen. Und es gibt auch Momente, wo ich sie wahrscheinlich gar nicht teilen kann. Es ist immer der Versuch unserer Gesellschaft, berechtigter Versuch, so funktioniert Demokratie, dass man da einen Interessensausgleich herstellt. Das sollte möglichst gelingen. Das klingt manchmal so langweilig und das klingt nach Opportunismus. Aber so ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass eine Gesellschaft am Laufen bleibt. Aber es gibt Momente auch, wo man sagt, na, man findet da keinen Konsens. Da muss man es auch aushalten lernen. So, ohne dass man den anderen dann vollkommen nur entweder in die rechte oder in welche auch immer geartete Ecke stellt. Sondern wir müssen das auch aushalten lernen, dass diese Spannung auch in der Gesellschaft möglich sein muss. Vielleicht sie sogar deshalb farbig macht. Absolut. Ja, naja, aber es zeigt sich natürlich auch, was letztlich eine Gesellschaft trägt. Mhm. Also natürlich demokratische Prinzipien sind alle wichtig, aber ich glaube, dass wir dankbar sein können, in einer Gesellschaft zu leben, wo zum Beispiel die Würde des Menschen ja unantastbar ja. ist. Also und vielleicht merken wir auch jetzt, was das bedeutet. Mhm. Also dass das nicht einfach nur ist, du hast die gleichen Rechte wie ich, sondern dass wirklich, also wie das in so einem Porträt dann eben ja auch deutlich wird, eine Persönlichkeit, ein Mensch dahinter steht, ein konkreter, ein einzigartiger, individueller Mensch oder wie wir Christen sagen, eben einer mit Menschenwürde, der sogar Gottes Antlitz trägt. Das ist für mich, also muss ja nicht jeder teilen, aber für mich die größte oder die tiefste Begründung für Menschenrechte und einen respektvollen Umgang miteinander, dass der andere sozusagen ein Ebenbild Gottes ist und damit eine übermenschliche Würde hat, die ich ihm nicht gebe, die ich ihm aber auch nicht absprechen kann, sondern die ich einfach dankbar entgegennehme. Und das macht eigentlich dann auch den Dialog mit den Menschen so schön. Ja. Also wenn ich eben weiß, da sitzt jetzt eben nicht nur so ein Kunsthistoriker oder so ein Maler oder sowas mir gegenüber, sondern ein Mensch mit einem Umfang, der über seinen Körper weiter hinausgeht, mit einer Würde, die er einfach hat und mit seinen, ich sag mal, Charismen und Begabungen, die das Zusammenleben ja reich machen und die hat ja jeder. Ja, und da kann man ja vielleicht sogar die Frage in den Raum werfen, was wirklich nur eine Frage ist, hat unsere Gesellschaft es vielleicht auch verlernt, dass es quasi eine moralische Instanz gibt, die über mein Ego hinausgeht? Ich glaube, die Frage stellt sich im christlichen Kontext für uns ganz besonders. Wir haben vielleicht eine Antwort darauf für uns finden können. Aber die Frage größer zu stellen für eine Gesellschaft, was trägt eigentlich noch diese Gesellschaft? Gibt es noch eine moralische Instanz außerhalb dieses einzelnen Menschen, der seine Einzelindividualrechte einfordert? Das ist, glaube ich, was mir zumindest sehr auf den Nägeln brennt. Haben wir das nicht erst dieser Tage verloren, ist das schon ein Problem, das mit der notwendigen und wunderbaren und großartigen Aufklärung auch schon war, das vielleicht auch mit der Renaissance schon anfing. Also gerade diese Frage stellt sich eigentlich immer wieder bei mir auch in diesen Bildern. Das ist, wo Sie das gerade sagen, es gab vor einigen Jahren irgendwie ein Jubiläum der Europäischen Union und dazu hatte der Papst nach Rom eingeladen. Und dann gab es da Vorträge, Diskussionen und was weiß ich. Und dann gibt es ein imposantes Bild, wo die europäischen Regierungschefs mit dem Papst in der Mitte unter dem jüngsten Gericht von Michelangelo in der Sistina stehen. Dass Politiker mit Standing und die etwas zu sagen haben, mit Machtfülle, sich trotzdem letztlich unter eine höhere Instanz stellen. Und ich sag mal, Gericht müssen wir ja jetzt nicht als das Kleinmachende, Vernichtende, sondern letztlich das Richtende, was alles in das rechte Lot oder so auch hineinbringt. Und was ein personales Gericht ja ist. Wir glauben ja nicht nur an so eine kalte Gestalt, die ja jetzt einfach zack abrichtet, sondern
ein persönlicher Gott, der sozusagen im Gericht mir gegenübersteht und mir sozusagen auch die Augen öffnet für mein Leben, dem ich verantwortlich bin. Mhm. Also das fand ich ein interessantes Bild. Vielleicht kommen wir da gleich hier bei dem. Auch noch ein bisschen Bilder besprechen. Genau. Da spielt das ja so ein bisschen eine Rolle. Ja, genau. Das ist gemacht. Aber ganz kurze Frage nur, also weil Sie das jetzt gerade so angesprochen haben, als Erzbischof würde mich das mal interessieren. Diese Wunder, die ja immer auch in der Bibel, also gerade im Alten Testament spricht ja Gott noch sehr viel mit einzelnen Menschen und das wird ja dann nachher ein bisschen weniger und dann spricht er ja, wird er immer der allmächtigere Gott. Aber ist so eine Hoffnung auf ein Wunder jetzt nicht auch bei Ihnen als Katholik jetzt da? Also dass man sagt mal wieder, so ein Wunder wäre jetzt auch mal wieder was Schönes. So. Also so mal so ein Wunder gibt es immer wieder. Ja, genau. Ja, klar. Hat jemand gesungen oder ja, so. Ja, ja. Also ich glaube auch, dass es gibt viel Wunderbares. Und das ist vielleicht auch das, was ich oft erlebe, wenn ich so mit Menschen im Gespräch bin. Wenn man die Augen öffnet für die tiefen Dimensionen des Lebens, dann erkennt man viel Wunderbares. Ob das dann immer diese Wunder sind, wo so irgendwie so aha, da so, also sowas passiert, das eher weniger, aber vielleicht ganz unspektakuläre Dinge, die aber Menschen als ganz wunderbar wahrnehmen. Das gibt es. Also ehrlich gesagt, ich ertappe mich nicht dabei, jetzt um ein Wunder zu beten, so nach dem Motto, also lieber Gott, mach, dass wir ab morgen alle gesund sind oder dass der Impfstoff da ist. Also so nicht, sondern ich glaube, wir sind in diese Welt gestellt und diese Welt hat grandiose Seiten, aber sie hat auch Schattenseiten. Und deswegen gibt es auch verschiedene Schattenseiten, wie Naturkatastrophen. Deswegen gibt es so eine pandemische Situation. Und ich muss sagen, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Das ist für mich das erste Mal. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist. Keine Ahnung, wie die Mutationen da so alle laufen. Aber ich sag mal, viele Leute aus unserem Bistum sagen mir, deutsche Einheit vor 30 Jahren ist ein Riesenwunder gewesen. Und ein paar Jahre davor hat da keiner mit gerechnet. Ja. Ich weiß, dass Kardinal Meißner in Köln immer gesagt hat, der ja nun auch aus Erfurt stammte, also, dass das mal irgendwann zusammenbricht, das war uns klar. Aber dass es so schnell und so plötzlich gehen würde, damit hatten wir alle nicht gerechnet. Also insofern gibt es, glaube ich, Wunder. Aber ich würde sie etwas anders verstehen. So einfach will ich mir das auch nicht machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben auch den Auftrag und die Verantwortung, diese Welt zu gestalten. Und dafür sind wir hier und sie auch positiv zu beeinflussen. Also heute Morgen zum Beispiel der Firmung habe ich den Jugendlichen gesagt, also wenn ihr jetzt sozusagen mit Gottes Geist begabt werdet, dann habt ihr den Auftrag, in diesem Geist auch die Realität zu gestalten. Eure Familie, eure Schulklasse, eure Freundeskreise, später die Arbeit, Familie und was weiß ich, wo man so lebt. Und das ist manchmal auch Arbeit. Aber das ist der Auftrag und das macht man am besten mit sich selbst, indem man seine Stimme, seine Meinung einbringt, indem man sich selber einbringt. Was weiß ich, zum Beispiel ein grandioses Bild ist da für mich jetzt der barmherzige Samariter, weil der Papst kürzlich davon gesprochen hat. Also indem man diesen Samariterdienst in die Welt einbringt, geschehen, glaube ich, mehr Wunder, als Sie und ich so wahrnehmen oder die Medien vielleicht berichten, sondern die gibt es. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja. Ich hatte ein bisschen gehofft auf eine Hoffnung der eines manchmal muss man auch enttäuschen, wenn ich sie desillusionieren, damit man... Aber wir sind ja hier in einer wunderbaren Ausstellung und ich habe jetzt leider kein Bild dabei, aber vielleicht können wir es ja nochmal zeigen. Die Ausstellung beginnt ja mit einer kleinen Arbeit, Adam und Eva im Paradies, und das ist für mich eine ganz wichtige Arbeit hier in dieser Ausstellung. Also zeigt sie natürlich die wirklich künstlerische Fähigkeit von Michael Triegel mit seinen Fähigkeiten, eine sehr zeitgenössische Interpretation dieser Vertreibungsidee aus dem Paradies zu zeigen. Aber es ist immer eine sehr lassive Eva, die lassiv guckt und fast schon gelangweilt erscheint, wenn sie ihren Adam kaum noch anguckt, während der Adam eben den Apfel da auch so ein bisschen achtlos in der Hand hält. Und ich meine, all das wäre ja nicht passiert, wenn eben diese biblische Szene nicht gewesen wäre.
ich bin nun kein, ich begebe mich jetzt auf dieses Glatteis einfach, aber ich mache es aber. Wenn ich jetzt aber schon mal einen Theologen hier an meiner Seite habe, ich meine, die Frage, die mich da immer wieder bewegt hat in meinem früheren Unterricht, Konfirmandenunterricht, warum hat denn der Gott, dieser Allmächtige, dann eben auch diese, ja, Schlange war es ja noch nicht, aber geschaffen, die dann verführt? Und warum schafft er denn auch diesen Apfelbaum überhaupt? Also er könnte doch auch sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Schöpfungsidee. Aber warum hat er es? Also das wäre so eine Frage, aber ich finde dieses Bild, es geht ja hier um auch die Kunstausstellung, und das Bild ist wirklich für mich ein wunderbarer Auftakt für das, was wir hier sehen können, und für das, es reiht sich ja dann auch erkenntnistheoretisch auch daran auf, und das ist vielleicht für jeden, und deswegen finde ich dieses Bild auch so wichtig für mich, für jeden, der nicht gläubig ist, es ist trotzdem ein tolles Bild. Das könnte ein Vorgarten einer Musterhaussiedlung von neuen reichen Menschen sein, die da so liegen und sich gelangweilt an ihrem wunderbaren Klinkerbau und eigentlich sich doch lieber rausträumen. Also so kann man diese Arbeit durchaus interpretieren, und deswegen ist das für mich eine der Arbeiten auch, die zeigt, dass man so oder so sich dieser Kunst nähern kann, und deswegen ist sie eben für jeden zugänglich und jeder kann sein eigenes Bild sich da schaffen. Und der paradiesisch entfernte Himmel, wunderschön ist er, aber auch völlig wolkenfrei, also auch scheinbar ohne Spannung, also auch da passiert scheinbar nicht sehr viel. Ich finde es ein sehr starkes Bild für mich, das wollte ich sozusagen eingangs für mich nutzen, weil es ja um diese Frage der Kunst geht. Vielleicht beantworten Sie meine Frage lieber nicht, Herr Erzbischof, die ist vielleicht zu trivial gewesen. Oder ich finde die gar nicht trivial. Das kann natürlich der Herr Erzbischof besser als ich Laie, aber ich würde ganz verknappt sagen, weil er uns den freien Willen auch gegeben hat. Ja. Das ist ja das Großartige, dass er uns das zutraut, dass er eben nicht der große Papa nur ist, der sagt das nicht eben. Und das schaffen wir gar nicht, die sind eh zu doof, die missbrauchen das. Sie missbrauchen diese Freiheit, aber sie haben diese Freiheit erstmal geschenkt bekommen. Das ist ja das Großartige. Und dieses Naschen vom Baum der Erkenntnis, das zeitigt natürlich, dass man denkt, vielleicht gibt es da noch was anderes. Paradies, wunderschön, aber vielleicht ist da draußen ja noch viel besser. So, und darum geht es eigentlich in diesem Bild. Und das stellt sich vielleicht heraus, dass das draußen nicht besser ist, dass das entweder genauso trist ist wie das Paradies, das langweilig geworden ist, die Eva liegt da, der Adam schläft. Vielleicht ist es auch schöner, jedenfalls aber dieser Drang der Veränderung, des Erkennenwollens, des Neuen, das ist ja was Positives. Mit allem, was man dazu, der Tod kam dadurch in die Welt, die Scham kam dadurch in die Welt. Es ist aber eben auch eine Chance, dieses Leben zu leben, was uns gegeben worden ist. Also es ist ja keine wortwörtlich zu nehmende Erzählung, klar. Viele meinen das ja, so auch Schöpfungsbericht und was weiß ich, sowas alles. Sondern das sind ja, in der Theologie sagen wir, sogenannte Ätiologien, das heißt also Begründungserzählungen, die etwas erklären wollen, die etwas verdeutlichen wollen. Und ich glaube auch, wir haben den freien Willen, und damit muss man umgehen lernen. Das muss jedes Kind. Ja. Also wenn ich mit Eltern von jungen Kindern zusammen bin, dann finde ich das schon spannend zu erkennen, was da alles abgeht, und wie stark der Wille ist und wie der auch manchmal über die Grenzen hinausschlagen kann. Ich finde an dem Bild eigentlich diese Langeweile ziemlich ansprechend. Also im Grunde genommen die Aussage, wenn du sozusagen aus diesem Kontext Gottes irgendwie herausfällst, wird das Leben langweilig. Also das finde ich ja mutig von Ihnen, diese Aussage zu treffen. Also umgekehrt denkt man ja oft, so ein religiöser Mensch oder so irgendwie, da muss ja total langweilig sein. Ich empfinde mein Leben als total spannend, und ich kann nicht sagen, dass ich so eine Langeweile erlebe. Ich erlebe jetzt vielleicht manche Leere, aber für mich ist das gar nicht so bedrohlich und auch nicht langweilig. Also ich empfinde mein Leben als schön, als reich, als spannend, auch wenn vielleicht im Moment nicht so viel los ist. Und das hat mich eigentlich so sehr angesprochen, dieses, mein Gott, wenn du da so, wenn in deinem Leben keine Spannung mehr, wenn da nichts Schönes mehr drin ist, dann wird es eigentlich gefährlich. Ja, wir hatten ja ein bisschen vor, jeder sucht sich ein Bild. Ich habe sozusagen den Reigen eröffnet. Herr Erzbischof, wollen Sie ein Bild? Ja, ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Wir können vielleicht. Ich habe mir dieses angeguckt.
Dürfen wir aufstehen oder wie ist das für die Regisseur? Ja? Also müssen wir aber unseren... Das Kriterium ist, immer da, wo du dich deinem Nächsten zugewandt hast, da hast du Christus selber einen Dienst getan. Und ich habe bei dem Rollstuhl ja an Kranke, an Behinderte, an alte Menschen gedacht, an Exkludierte. Und mein Gedanke war, der Rollstuhl und wie ich mich zum Menschen im Rollstuhl verhalte, ist der Maßstab für das Gericht. Das war mein Gedanke, der dem gekommen ist. Und ich habe bei mir dann gedacht, ja, wann schiebst du jemanden oder wann hältst du mal eine Hand? Weil ja ganz interessant fand ich zum Beispiel auch, da sind ganz viele Schmetterlinge drauf. Und sagen wir mal, durch die Metamorphose ist der Schmetterling ein Auferstehungsbild. Genau. Mhm. Und ich habe gedacht, also zum Beispiel hier auf der einen Lehne ist ein Schmetterling. Wenn du jetzt einem Menschen die Hand hältst und sei es nur ein bisschen und ihn unterstützt, dann ist das wie Auferstehung. Mhm. Für den und für mich. Und das bringt vielleicht dann auch Licht in das Dunkel des Lebens und in diese nackte Welt. Also wie gesagt, die ist nicht romantisch durch diese Kacheln. Das sieht irgendwie ziemlich furchtbar aus und an ein kaltes Badezimmer erinnert mich das. Also irgendwie keine angenehme Atmosphäre. Es ist surreal, aber es hat für mich eine tiefe Botschaft. Und der Mensch, der auf so einem Rollstuhl sitzt, der sitzt wie auf einem Thron. Das ist schon, also das zeigt auch seine Würde in seiner oft so verqueren Situation. Das also ist mir so beim Betrachten dieses Bildes gekommen. Komisch dachte ich hier, diese Butzenscheiben da, die gehören normalerweise nicht so in Badezimmeratmosphäre oder sowas. Die verhindern jeden Ausblick und Sie haben eben kurz bei dem Pressegespräch gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich sehe es natürlich jetzt. Sie verhindern nicht nur den Ausblick, sondern das Fenster kann man noch nicht mal öffnen, weil kein Griff da ist. Das heißt, das ist irgendwie eine... Also beinahe hätte ich jetzt gesagt, wie Sartre, wie Klo, also geschlossene Gesellschaft oder so irgendwie sowas. Und das Gericht will eigentlich öffnen. Und interessant ist ja, dass der Saal hat sozusagen auch ein Riesengewölbe. Ist jetzt auch nicht so normal für ein Badezimmer. Und so ein rohes Ei liegt gewöhnlich da auch nicht rum, aber ist wahrscheinlich auch wieder Auferstehungssymbol, weil das Ei halt das österliche Symbol so darstellt. Was ich ganz spannend finde bei dem Bild, ist ja, das ist ja ein herrschaftlicher Rollstuhl und den du aber nicht besetzt, also ist ja keiner drauf und das ist für mich auch wieder eine ganz spannende Idee dabei, also die man da für sich entwickeln kann eben, ne? So, also eine hohe herrschaftliche
Nichtbesetzung. Also, aber eines sagt ja der Erzbischof behindert. Wie ein Thron eigentlich. Ja, wie ein Thron, aber trotzdem eben, auf diesem Thron will man ja eigentlich gar nicht sitzen. Nee. So, also, es ist insofern interessant und freut mich natürlich, dass Sie das so interpretieren für sich. Weil es ist, vielleicht ist das insofern ganz exemplarisch, dieses Bild. Mir geht es eigentlich darum, dass die Bilder offen genug bleiben für verschiedenste Interpretationen. Also wenn es so ein abschließendes Dixit gäbe, das hat jetzt der Künstler gesagt und das ist die abschließende Meinung. Was wollte der Künstler uns damit sagen, wie es der Kunsterzieher oder der Deutschlehrer sagt, ist ja sowieso meistens Blödsinn, weil wir bringen ja unser eigenes Leben mit ein. Wenn wir uns auseinandersetzen mit Kunst, hat das immer was mit uns auch zu tun. Wir werden bestimmte Dinge betonen oder gar nicht wahrnehmen oder besonders verstärkt wahrnehmen, so wie wir leben. Ein Freund von mir hat, als er das Bild gesehen hat, gesagt, ach, da hast du eigentlich den Zustand unserer Kirche heute gemalt. So, so war es gar nicht intendiert, ursprünglich. Kostbar, ja. Ein Vehikel, was kostbar in den Raum geschoben wird. Der Raum ist geschlossen, nach außen hin ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Und der Erlöser ist eigentlich nur eine Reproduktion von einem Kunstwerk. Und dennoch passiert Leben innerhalb dieses geschlossenen und eigentlich erstmal toten Raumes. Die Schmetterlinge als Auferstehungssymbol, die sich verpuppen und dann zum schönen Schmetterling werden, das Ei, wo neues Leben entsteht. Also es gibt auch in diesem geschlossenen Raum durchaus Hoffnung. Durchs Leben eben, nicht durch die formalisierten Dinge und durch die toten Dinge, sondern durch Metamorphose, durch Veränderung, wofür ja der Schmetterling auch steht. Und ich kann es für mich auch sagen, die Bilder entstehen ja nicht am Schreibtisch. Ich setze mich also jetzt nicht hin und sage so, jetzt musst du dieses gesellschaftlich relevante Thema behandeln, wie setzt du das in Kunst um, sondern es sind eigentlich fast eher sowas wie Traumsequenzen. Ich habe eine visuelle Vorstellung. Ich war irgendwann zu einem Geburtstag eingeladen in ein ziemlich runtergekommenes sächsisches Schloss, das als Kinderheim zu DDR-Zeiten genutzt wurde und dort im Keller vollkommen runtergekommen. Also diese ursprünglichen Gewölbe, war eine Dusche eingerichtet und das hatte tatsächlich was vollkommen Surreales. Also dieser alte Raum mit diesen blöden Kacheln hier, mit diesen kalten Kacheln. Und irgendwann kam mir die Idee, da muss doch jemand drin schweben. Er, groß geschrieben, muss drin schweben. Ich wusste gar nicht, worauf läuft das eigentlich hinaus. Und so läuft das eigentlich bei all den Bildern, dass ich erstmal wie eine Unterbewusstsein, dem vertraue ich eigentlich auch erstmal. Also ich fütter mich pausenlos mit Kunstgeschichte, mit Philosophie und Literatur und vertraue eigentlich darauf, dass dann, wenn mich innerlich was bewegt, dass, ich sag mal, Richtige an die Oberfläche geschwemmt wird. Und wie bei einem Traum weiß ich eigentlich noch mal gar nicht, worum geht es eigentlich da. Und dann kann ich eigentlich, wenn ich anfange zu malen, mein eigener Traumdeuter werden und kann vielleicht das Bild dann in eine Richtung treiben, wo es auch lesbar ist, nicht nur als ein surreales Konstrukt, sondern ja bestimmte Aspekte betont oder zurückstellt. Mit der Maßgabe, dass es immer offen genug bleiben muss, dass es eben nicht so was Abschließendes hat, sonst wäre es Beklopptenkunst, wenn ich jetzt also nur von mir berichte, sondern dass für andere Menschen auch ein Zugang bleibt, der vielleicht ganz anders ist in der Interpretation als meine ursprüngliche Intention. Ich glaube auch fast so weit gehen zu können, nur dann ist es Kunst, wenn diese Offenheit bleibt, sonst ist es Propaganda. Wie ist das eigentlich bei dir? Du bist ja häufig selbst dein eigenes Motiv, dann ist ja klar, dass du ein Eigenleben hast, auch auf deinem Bild. Wie ist es mit anderen Protagonisten auf deinen Bildern? Also es gibt ja Künstler, die sozusagen wirklich extreme Zwiesprache mit ihren Figuren haben. Ja. Kupke war wohl auch so, habe ich mal gehört. Stimmt, weiß ich gar nicht genau. Ich habe ihn ja leider nicht kennengelernt. Wie ist es bei dir? Na, ich brauche schon das Gegenüber. Deshalb sind mir zum einen Porträts so wichtig, wo es eben um diesen einen konkreten Mensch geht. Aber bei inhaltlich sehr aufgeladenen Bildern, auch bei den Altarbildern, war es mir immer wichtig, dass ich keine Abziehbilder schaffe und nicht nur das Idealbild präsentiere. Und da ist es gar nicht jetzt das Entscheidende und der große Liebesbeweis, dass ich meine Frau als Maria male oder jetzt in dem letzten Altar war es meine Tochter. Ich erhebe sie nicht zur Ehre der Altäre damit, sondern ich brauche jemanden, der diese Geschichte beglaubigt. Dass ich also nicht sage, das ist was Idealisiertes, das hat mit uns aber eigentlich gar nichts zu tun, sondern ich muss dem Betrachter das Gefühl vermitteln, demjenigen, und sei es Maria und sei es dem Herrn, kannst du ihm hier und jetzt begegnen. Also es ist was Menschliches, es ist nicht irgendwie das Marmorbild irgendwo oder nicht eben das, was Nazarener oft gemacht haben im 19. Jahrhundert, also wo man dann nur quasi das idealisierte Abziehbild liefert, sondern
es muss mit uns was zu tun haben. Deshalb ist mir von den alten Meistern, natürlich ist mir Raphael, ist mir Dürer sehr wichtig, aber mir ist eben auch Caravaggio sehr wichtig, der diesen großen Bruch dann nochmal gebracht hat, nach einem fast abgedrehten, von mir sehr geschätzten Manierismus, zu sagen, jetzt holen wir das Ganze mal wieder auf die Erde. Und dann hat der Petrus eben schmutzige Fingernägel. Und dann gibt es die Legende, dass die Maria im Marientod eine Prostituierte war, die im Tiber ertrunken ist. Und könnte man sagen, das heiligste weibliche Wesen wird so in den Schmutz gezogen, könnte man natürlich, man könnte aber auch sagen, auch diese Frau hat eine Würde der Menschlichkeit. Mhm. Vielleicht ist dieses gefallenste Wesen sogar das, was am meisten der Erlösung bedarf. Also diese Fragestellung, dass das Ganze immer was mit uns zu tun hat und mit nicht als pure Seifenblase einer Idee irgendwo existiert, ist mir schon sehr wichtig. Also deshalb immer konkrete Menschen. Das hat man doch oft in der Kunst, dass, dass bestimmte Gestalten dann reale Züge bekommen. Also dass sich sozusagen der Mensch, oder bei Stifterfiguren hat man das ja oft gemacht, dass die dann konkrete historische Gestalten da eben genau darstellen und nicht nur ein rein abstrakt. Ja, ja. Der übrigens, der, ich dachte, der, wenn Sie sagen, Situation der Kirche, irgendwie schreit für mich dieser Rollstuhl nach Bewegung. Ja, ja, also das der muss da raus aus diesem Raum. Genau so. Und der kann meinetwegen auch schmutzig werden. Na klar. Ja, ja, ja. Also dass da was in Bewegung kommt. Also Einsamkeit, aber es gibt noch Hoffnung. Ja, also es ist, ja, oder und es, das Licht ist auch also entweder da, Bewegung, ist das Licht da, oder dachte auch schon mal, es lädt natürlich ein, auch Platz zu nehmen. Und wer weiß, wann man selber da mal so sitzen muss. Wollen wir noch ein Bild, willst du noch, du hattest ja dir auch noch ein Bild ausgesucht, was du nochmal... Ja, jetzt habe ich ja zu dem schon so viel gesagt, aber ich meine, das schließt eigentlich, wenn wir auf das Bild schauen, auch an all das eigentlich fast, was wir schon vorher gesagt haben, ist eines meiner mir persönlich wichtigsten Bilder. Das ist auch tatsächlich in der Zeit meiner Taufvorbereitung entstanden, ohne dass ich wusste, dass es darauf hinausläuft. Ich liebe einen spanischen Maler des 17. Jahrhunderts sehr, Francisco de Zurbarán. Und der hat ein Schweißtuch der Veronika gemalt, das just so aussieht, relativ kleines Bild, an drei Punkten, auch kein Zufall, aufgehängt. Und da geht es ja um das wahre Antlitz Christi, um die Vera Ikon. Und auf diesem Bild, und ich glaube, das hat schon auch was mit uns zu tun, auch wenn das so einen traumhaft surrealen Charakter hat. Für mich kommt das Bild mir so vor wie ein riesiges Stillleben, wo eigentlich kaum noch Leben existiert. Und das Dominierende dieses Bildes ist eigentlich der schwarze Hintergrund. Wenn wir uns diese ganzen Gegenstände wegdenken, wäre es ein einziges schwarzes Nichts. Und ich glaube, das ist eine Gefahr unserer Zeit, dass wir, die wir dieses Nichts, diesen Tod, diese Leere, darüber haben wir gesprochen, nicht mehr aushalten, versuchen wir diese zu füllen, womit auch immer. Wir versuchen sie zu füllen mit Gegenständen, mit Konsum, hier auch mit Gegenständen, die in irgendeiner Weise eine Bedeutung haben, und müssen hier feststellen auf dem Bild, ja, da ist zwar eine Auferstehungsfigur da, aber die ist eingesargt in einem Kasten und die ist auch nicht lebendig, die ist ein kostbares Kunstwerk. Hier scheint eine Figur zu sitzen, und wenn wir genauer hingucken, werden wir feststellen, die hat ja gar keinen Inhalt mehr. Das sind nur kostbare, prunkende Gewänder. Hier schwebt eine Schreibmaschine, auch noch dazu mit dem Namen Ideal, aber da wird kein Gedanke mehr formuliert, weil es gar keinen mehr gibt, der sie bedient. Also auch das nur ein toter Gegenstand, und hier ist sogar das Opfer im Pappkarton, die Kreatur unter den Tisch gekehrt. Und im Zentrum dieses Bildes steht dieser Zettel. Und natürlich ist die Frage, wie soll man sich zum Beispiel den dreieinigen Gott vorstellen? Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Person geht doch eigentlich gar nicht. Und da haben die mittelalterlichen Scholastiker haben eben dieses Diagramm quasi entwickelt. Da steht Pater, Filius, Spiritus, also Vater, Sohn und Geist. Und dazwischen steht immer Non est, also ist es nicht. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist. Und in der Mitte aber steht Deus und da steht est. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Geist ist Gott. Nun könnte man bei dieser großen, eigentlich unbeantwortbaren Frage, weil es ein Geheimnis ist, und das ist auch etwas, was mir so kostbar ist, dass es Geheimnisse geben muss, die sich nicht entschlüsseln lassen, auf die es keine Antwort gibt und nach deren Antwort man dennoch suchen muss. Nun könnte man sagen, prima, hier ist doch die Antwort. Aber diese Spitzfindigkeit, diese theologische Spitzfindigkeit verstellt eigentlich den Blick auf das Eigentliche, nämlich auf das Einzige, was im Bild menschlich ist, auf diese Füße des Gekreuzigten, wo Blut runterfließt, und eben auf die Wunde. Eigentlich würde uns das Geheimnis der Menschwerdung, darum geht es ja in dieser Ausstellung, bewusster sein, nicht durch diesen Zettel,
durch diese Spitzfindigkeit, sondern indem ich die Wunden betrachte, indem ich vielleicht sogar meinen Finger wie Thomas in diese Wunden lege. Das Menschliche ist fast aus diesem Bild verbannt und dennoch, aber auch da, das ist für mich eine Hoffnung, ist es vielleicht nicht umsonst, dieses Tuch ist aufgehängt an diesen drei Schnüren und die führen aus dem Bild heraus nach oben. Dann könnte man sagen, vielleicht gibt es eine Gnade, die irgendwann dieses Tuch hochzieht, aber eine Schnur führt auch unten aus dem Bild raus. Also ich kann durchaus auch behilflich sein, ich kann auch mitziehen. Wer weiß, was da ist, vielleicht ist er gestorben, vielleicht ist da gar nichts. Das ist diese große Pascalsche Frage, deshalb habe ich auch diese Texte dazu gestellt. Verschlungen von der unendlichen Weite der Räume, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen, erschaudere ich. Also Blaise Pascal, der große Mathematiker und Theologe des 17. Jahrhunderts, der eigentlich schon die große Frage des modernen Menschen formuliert hat und dennoch für Gott plädiert hat. Ja, und dieses Ringen ist vielleicht Ausdruck dieses Bildes und ist mir deshalb so nah. Ja, liebe Besucher, die jetzt nicht hier da sein können, das ist sicherlich wirklich traurig, denn aber wir hoffen ja, dass es gelingt. Wir sind ja bis Ostern ist die Ausstellung geöffnet und wir hoffen natürlich, dass die Auferstehung, die ja dann gefeiert wird, und das ist wirklich wunderschön, dass das also von Weihnachten bis Ostern geht die Ausstellung auch, dann natürlich auch wieder die Offenheit hat, umherzukommen. Und vielleicht schaffen wir es auch nochmal vor Ort hier sowas nochmal wieder zu wiederholen, um einfach ins Gespräch zu kommen über die Kunst, über die Religion und über die Fragen, die dazwischen sind eben. Und wir können natürlich uns auch noch, weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, ist noch ein bisschen Zeit, dann können wir gerne auch noch weitergehen mit den Betrachtern, dass wir die Räumlichkeit noch ein bisschen wahrnehmen, dann gehen wir mal in den nächsten Raum zusammen. Müssen wir unseren Mundschutz. Dann machen wir den Mundschutz. Ich ganz zielbewusst auf ein Porträt zu, das mir besonders lieb ist. Ich meine, mir sind die alle sehr lieb, aber. Ich habe sie gesehen, aber welches werden wir jetzt an? Es sind mir schon einige sehr nah. Also mein Favorit wäre der römische Bettler. Ja, na, auf das wollte ich ja jetzt gerade zusteuern. Gut. Also den finde ich. Und manchmal ist es ja so, dass man ihm. Noch mal. Im anekdotischen, ja, wenn wir jetzt wieder Abstand halten, nehme ich die Masken wieder ab. Dann können wir wieder Abstand, ja genau. Sonst redet es sich hier auch wirklich sehr schön. Im anekdotischen, was nur ein Geschichtchen zu sein scheint, ist ja manchmal auch ein großes Körnchen von Wahrheit. Deshalb will ich die Geschichte zu diesem Porträt erzählen. Vor 2 Jahren, als ich 50 wurde, habe ich meinen Geburtstag in Rom gefeiert und habe den vorbereitet und bin dann durch die Straßen gelaufen und sah irgendwo in Trastevere an der Kirchenpforte diesen alten Mann sitzen mit seinem blöden Ferrari-Mützchen und der bettelte da halt. Und ich war wie vom Donner gerührt und dachte, das ist doch eigentlich mein heiliger Petrus. Ich habe einen bestimmten Altar jetzt im Kopf, den ich plane. Ich brauche ein Modell, damit es eben nicht, wie ich vorhin sagte, zum Abziehbild wird. Den muss ich jetzt einfach zeichnen und fragte ihn, ob ich ihn zeichnen kann. Und gab ihm sicherlich für seine Verhältnisse doch einiges an Geld. Und das war für ihn sicherlich eine Freude, der hatte was. Der hatte aber auch, glaube ich, das Gefühl, diesmal nicht ein Almosen zu empfangen, sondern der musste eine Stunde stillsitzen. Musste also was tun auch für dieses Geld, was ja auch ein Teil von menschlicher Würde ist, die Arbeit mit Arbeit letztlich. So merkwürdig sie in dem Falle auch gewesen sein mag, dass er da also Modell saß zu verrichten. Aber das Ganze, das war fast ein Geschenk für mich. Nicht nur, dass ich am Ende dieses Porträt hatte, hatte erst eine Zeichnung gemacht, war schon was sehr Besonderes, weil ich in dem Moment nicht derjenige war, der von oben nach unten etwas gibt und möglichst schnell weitergibt. Ich habe ja dann mein schlechtes Gewissen ihm gegenüber mir quasi vom Hals gekauft. Ich habe ihm sein Almosen, jetzt will ich aber damit auch nichts zu tun haben. So geben wir oft genug auch aus schlechtem Gewissen heraus. Nein, ich musste mich in diesem Moment neben ihn setzen, um ihn zu zeichnen. Also ich war auf einmal auf Augenhöhe und ich sah nicht von oben auf ihn herab und nur auf dieses Mützenschild, sondern ich blickte ihm in die Augen. Und es war, wenn auch stumme Kommunikation zwischen uns in dieser Zeit. Und als ich dann in Leipzig war, habe ich dieses Porträt dann im Atelier gemalt. Und da habe ich bewusst das Ganze nochmal insofern gesteigert, als dass ich ihn in Untersicht gemalt habe. Also dass ich eigentlich noch ein bisschen niedriger vom Standpunkt aus bin als er. Ja.
aus dem Grunde heraus, Sie haben es wörtlich schon gesagt, das war mein Gedanke, ich muss ihm diese Würde gar nicht geben, ich muss ihn nur wahrnehmen und dann vielleicht als Maler darstellen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Und deshalb mag ich dieses Porträt auch besonders. Aber letztlich ist es bei all diesen Porträts so, ein alter Mann in Neapel mit diesem Rhinophym, wo man auch sagen könnte, ja, das ist fast grotesk und er ist fast hässlich und trotzdem hat er eine Würde und trägt seine lächerliche Fischermütze da wie so ein Dogenhut. Oder der Junge, den habe ich in Procida da vor Neapel gemalt, erst gezeichnet bei einer Karfreitagsprozession, wo Jungs in seinem Alter Heiligenfiguren über die Insel schleppten. Also in dieser frühlingshaften, blühenden Insel wurde die Mater Dolorosa getragen und die Grablegung. Und er, ich weiß nichts über ihn, vielleicht lebt die Familie seit Ewigkeiten in Italien, vielleicht ist er gestrandet in Italien oder auf Procida. Aber er ist in einer Selbstverständlichkeit mitgelaufen und wurde von allen anderen auch in einer Selbstverständlichkeit behandelt, dass es egal ist, schwarz, weiß, Junge, alt. Und ich fand es einfach großartig. Jetzt muss ich natürlich einschränken, es gibt immer auch eine malerische Sensation. Natürlich fand ich es großartig, die dunkle Haut zu dieser weißen Kapuze zu sehen. Also man muss jetzt auch nicht glauben, dass es bei meinen Bildern pausenlos nur um Reflexionen inhaltlicher Sachen geht. Natürlich geht es um Malerei und es geht um Oberfläche, es geht um Komposition, hell gegen dunkel, groß gegen klein. Ich finde, bei dir ist immer irgendwie auch diese Schönheit. Die auch Schönheit im Menschen, also das ist wirklich, also das ist immer, also klar, da jetzt leichter beim Jungling zu sehen, aber trotzdem ist alles, ich finde den auch sehr schöne auch Menschen, schön. Sehr würdevolle, schöne Menschen und Schönheit ist ja sicherlich auch sowieso subjektiv, ist ja klar, aber ich finde, es ist ganz wichtig in deiner Arbeit. Naja, das ist ja, ich habe auch ein Zitat von Dostojewski gewählt zu einem Bild, die Schönheit wird die Welt erretten. Was der Idiot sagt, natürlich derjenige, der quasi als Christusfigur im Idioten auftaucht und wo alle sagen, naja, er hat ja einen an der Waffel, aber das ist ja gerade diese große platonische Idee, das wahre, gute, Schönheit. Das ist meine Utopie. Man kann drüber lächeln, aber das noch als Einheit zu sehen oder vielleicht wieder als Einheit begreifen zu können. Ja, das vielleicht gehen wir noch mal in den nächsten. Aber bei den Bildern fällt mir so also auf, die sind ja sehr klein. Und in der Mitte ist immer das Gesicht, das Antlitz. Oder, also das ist jedenfalls das Zentrale. Bei dem Bettler ist es ein bisschen nach oben gerückt oder so irgendwie, aber es wird im Grunde durch den langen Bart und die Kappe da so eingegrenzt. Oder hier bei dem Jungen, da ist auch das Gesicht in der Mitte und irgendwie hat man den Eindruck, der kriegt vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zu oder so irgendwie. Das fand ich auch so großartig also bei ihm, als ich gesehen habe. Dieser Blick und wie gesagt, der Gesichtsausdruck als Ganzes, das finde ich schon charakterstark, auch bei diesen beiden alten neapolitanischen Herrschaften hier. Klar. Also sind ja, also bei aller Prekarität, die man da so rauslesen kann, aber irgendwie sind das charakterstarke Köpfe. Also so wirken die auf mich. Ja, bei der Frau war es auch so. Ich habe gedacht, mein Gott, die Frisur ist ja nun wirklich an der Grenze der Lächerlichkeit. Gelb gefärbte Haare mit diesen Löckchen gedreht, aber die trägt das in einer Souveränität und Selbstbewusstheit, die mir einfach nur, auch das Staunen gelehrt hat. Und das wahrzunehmen und gar nicht so der große Zampano zu sein, der jetzt irgendwie die Fäden in der Hand hat, sondern mich einzulassen auf diesen anderen, auf dieses Gegenüber. Das ist mir gerade in den Porträts in den letzten Jahren noch viel stärker geworden, als es früher der Fall war. Wenn wir hier schon so stehen vor deinem eigenen Porträt, ist es aber spannend, dass was du bei dir in dem Moment rausarbeitest oder was? Naja, das spielt natürlich, könnte man auch sagen, mit kunstgeschichtlichen Topoi. Es gibt auf der einen Seite eine Zeichnung von Grünewald in der Erlanger Universitätsbibliothek, wo er sich auch eben so mit nach oben gerichteten Blick mit dem Silberstift darstellt. Man könnte natürlich, ohne dass ich jetzt Vergleiche ziehen würde, an Johannes denken, also der Zeuge ist. Und es ist ja sicherlich nicht unbewusst, dass es ein Pinsel ist, aber der schreibt in ein Buch oder schreibe ich vielmehr mit dem Pinsel aus dem Buch etwas heraus. Also es ist in beiderlei Hinsicht zu sehen. Und ich gucke mich eben auch nicht im Spiegel wie der Narziss in dem Falle an, was ich oft genug gemacht habe. Ich glaube, das ist aber für mich gar nicht mehr so im Zentrum des Interesses, sondern ich gucke woanders hin und ich gucke sogar nach oben und da kann man rätseln oder fragen oder es mag auch auf der Hand liegen. Bist du dann für dich das sozusagen trotzdem du selbst im Spiegel sozusagen oder ist das
sozusagen Über-Ich, das Über-Ich auch. Also darum nannten die Alten ja Maske und Person mit dem gleichen Wort, sagt Hofmannsthal in seiner Studie zur ägyptischen Helena. Und ich glaube, da ist schon auch was dran. Also manchmal wird die Person auch wie ihre Maske, oder man trägt die Maske, die der Person auch entspricht, im Idealfalle. Deswegen ist ja ganz gut, dass wir hier eigentlich vom Mund- und Nasenschutz und nicht von der Maske. Von der Maske. Also das ist mir jetzt in der ganzen Diskussion, wenn wir immer über Masken, die das Leute stimmt. sagen das immer, das aber das stimmt. sind keine Masken. Stimmt. Und interessant, Persona ist eben ja. die Maske und der Mensch, die Person. Also das ist schon philosophisch ziemlich spannend. Wir halten schön Abstand, dann brauchen wir unseren Mund- und Nasenschutz okay, nicht aufzusetzen. Und gehen nochmal in den letzten Raum der Ausstellung, der von Michael Triegel in einer anderen Farbigkeit gewählt wurde. Michael Triegel war ja nicht nur der Künstler für diese Ausstellung, sondern eben auch der Kurator und hat neben den Arbeiten, die er ausgewählt hat, selber die Texte, die er selbst festgelegt hat, eben auch die Farben der Wände festgelegt und die Architektur des Raumes auch. Und es ist wirklich ein Kleinod geworden. Ich hoffe, Sie können es bald selbst besichtigen, denn, und das ist auch das Besondere an diesen Arbeiten von Michael Triegel, die sind im Original nochmal, wenn man auch da diese Kerzenschein sieht und so. Es ist wirklich körperlich, also es springt in den Raum, hat wirklich eine ganz andere Brillanz als in diesem durchaus sehr gelungenen Katalog, aber es ist eben natürlich im Original nochmal was anderes. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Es muss auch ein paar Orte genau. geben, finde ich, die nur im Original gut funktionieren, und das ist das Museum sicherlich auch, wie die Kirche sicherlich auch. Es ist doch ein anderer Ort der Andacht als eben. Wir haben ja lange Zeit, als die Kirchen jetzt zwar offen waren, aber die Gottesdienste nicht gefeiert wurden, gestreamt. Mhm. Und man kann, das ist eine Notzeit, und man kann darüber sicher auch sich zu einer Gemeinschaft verbinden, aber es ist was total anderes, ob wir in der Kirche nebeneinander sitzen, ob wir einander erfahren, wahrnehmen und spüren oder so, oder ob wir das eben digital machen. Da geht was verloren. Also die persönliche Begegnung, das ist, glaube ich, auch das Eingemachte, um das es jetzt geht, also diese Nähe. Und vielleicht führt das Ganze ja nochmal zu einer tieferen Nähe statt zu mancher Oberflächlichkeit. Das kann ja sein. Noch kein Einsamkeitsministerium wie die Engländer. Das haben wir hier noch nicht. In Deutschland haben wir es noch nicht, aber es ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen. So, jetzt kommen wir vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Oh, Hans von Balthasar. Ja, das ist natürlich auch Paulus vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Ja. Und ich hatte vor einigen Jahren diese Folge gemacht im Lutherjahr. Ein Freund von mir, Christian Lehnert, also ein evangelischer Theologe und Lyriker, Dichter, hat eine Auswahl aus Luthers Tischreden getroffen und fragte mich, ob ich Illustrationen machen könnte. Dazu habe ich gesagt, nee, kann ich nicht Illustrationen. Wenn was im Text steht, will ich das nicht wegnehmen. Das soll der Leser sich imaginieren. Und Luther kann ich nicht leiden. Mache ich nicht. Und dann gab er mir die Auswahl, und die hat mich dann doch so berührt, weil die natürlich auf der einen Seite sehr klug war. Ich habe da das erste Mal auch für mich Luther wirklich als nicht so hier stehe ich und kann nicht anders, sondern auch als Zweifelnden, als Suchenden verstanden. Und da gibt es eine Tischrede, wo er über die Krankheit und den Tod seiner Tochter Magdalena reflektiert. Und das ist dann dieses Blatt, was dazu entstanden ist. Und da, als ich das las, habe ich gedacht, das musst du einfach machen. Es war so herzzerreißend, weil er sprach mit seiner Tochter über ihren wahrscheinlich bevorstehenden Tod, und sie tröstete ihren Vater und sagt, Vater, wir werden uns doch wiedersehen beim ewigen Vater. Und dann starb sie. Es wurde ein Sarg gebracht, und der ist zu klein gewesen, und da, das muss ich so lax sagen, tickte Luther wirklich aus und sagte, also sein Geist will es glauben, dass sie sich wiedersehen, sein Körper kann es nicht. Und das hat mich doch auch so angerührt, und da habe ich gedacht, ich mache was dazu, allerdings mache ich keine Illustration in dem Sinne, sondern quasi eben vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Ich mache kleine Stillleben, die dann vielleicht was aufnehmen, was in dem Text ist, die vielleicht was verfremden, die vielleicht manchmal sehr direkt sind und manchmal auch ganz rätselhaft erscheinen, sodass eigentlich zwischen diesem Sichtbaren dieser Welt und dem, was wir erhoffen, ersehen, deshalb auch dieses Blau für auch was fast Immaterielles, dass da doch Beziehungen sind. Und deshalb also diese Wand hier mit den Illustrationen oder mit den Bildern zu Luthers Tischreden, alle auf Pergament, gegenübergestellt zu den großen Entwürfen hier für die Kirchenfenster in St. Maria Himmelfahrt, also der katholischen Hofkirche in Köthen.
Das sind 1:2 Entwürfe, also die sind noch um einiges größer denn die Originale. Das Ostfenster und das Westfenster mit eigentlich hier so das Leben Jesu Fenster, also mit Verkündigung, mit seinem quasi inkarniert werden, mit seinem in die Welt kommen und im letzten Moment im Schoße seiner Mutter am Kreuz, wobei das Kreuz, das sieht man dann in der Kirche, wir sehen ja hier nur den Stamm, wenn man das weiterdenken würde nach oben, geht das also auch über diese Kirche, über den Kirchenraum hinaus. Und auf der anderen Seite, der letzte Moment ihrer Aufnahme in den Himmel, also das, worauf wir als glaubende Christen hoffen, was an ihr schon vollzogen worden ist, auch wieder im Spannungsfeld, während es hier quasi um die irdische Existenz geht, ist hier der Bogen noch größer geschlagen von Adam und Eva bis zu dieser Hoffnung, dass die neue Eva aufgenommen wird in den Himmel. Ja, und in diesem Spannungsfeld diese große theologische Idee vielleicht zu diesen kleinen weltlichen, stilllebenhaften Dingen, die genauso von Schöpfung sprechen, war mir hier in diesem Raum sehr wichtig. Und das ist hier gut gelungen. Ist nochmal ein wirklich sehr schöner Spannungsbogen auch für den Besucher der Ausstellung. Man hat nochmal einen ganz anderen Charakter und auch das Blau mit der doch Kühle oder Distanz. Gibt vielleicht einen anderen Blick nochmal drauf. Das finde ich sehr schön, dass man das so anders erleben kann nochmal. Ich war in diesem Sommer in Bayern in Urlaub, unter anderem in der Barockkirche vom Kloster Rohr. Da ist der ganz berühmte Barock, der die ganzen Altäre da gemacht hat. Asam, ja, ganz genau. Ja. Und also ich habe noch nie einen derart verspielten Maria Himmelfahrtsaltar gesehen, aber das ist fast so ein bisschen so ähnlich. Also natürlich hier sehr reduziert, aber Maria, die da so auffährt aus ihrem eigenen Tod, also der Sargdeckel ist quasi an die Seite gestellt, sie fährt auf und wird in diese himmlische Gemeinschaft aufgenommen. Also ein totales lebendiges Spiel und das erinnert mich hier so ein bisschen, wie Vater und Sohn im Heiligen Geist die Gottesmutter sozusagen aufnehmen und ja, die spiegeln und sich auch ineinander. Vater und Sohn sind ja spiegelbildlich bis auf die Wunden eben. Aber auch was du vorhin gesagt hast, das ist ja wirklich auch eine ganz andere Aufgabe jetzt. Das ist ja ein Auftragswerk, so wie die Kirche ja immer wohl Auftragswerke vergeben hat in ihrer Tradition. Also, ist ja die Themen waren gesetzt, die Themen, aber wenn sie mich nicht interessiert hätten, hätte ich es nicht gemacht. Ah, ja. So, also das ist immer so. Also wenn mich was nicht berührt, kann ich auch andere nicht berühren. Ja. Und ich fand den Kirchenraum, ich habe immer gesagt, ich mache nie Fenster. Und als die mich anriefen und fragten, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich gesagt, nee, könnt ihr vergessen, mache ich nicht. Da müsste ich was abgeben, das muss dann ein Glaskünstler mitarbeiten. Und dann habe ich den Raum gesehen und war dann doch so beeindruckt, das ist also eine klassizistische Kirche, eigentlich die einzige auf dem protestantischen Gebiet, neben der Hofkirche in Dresden und der Hedwigskathedrale in Berlin, letztlich in der Neuzeit gebauten katholischen Kirchen. Ganz reduziert, ganz streng, ganz weiß und dann dieses Blau. Also ich hatte sofort dieses Blau im Kopf und war am Ende glücklich, das gemacht zu haben. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, es ist schon was Besonderes, wenn ich also dafür brennen kann und sagen kann, ich kann es zu meinem eigenen Auftrag machen, sonst könnte ich es nicht machen. Sonst, wenn das nur nach dem Motto ginge, lieber Maler, male mir, würde das nichts werden. Aber es ist doch eine erstens große Verantwortung. Ich erreiche damit gegebenenfalls Leute, die nicht ins Museum gehen würden, die sich mit dem Bild auseinandersetzen müssen, und zwar jeden Sonntag. Und ich glaube, da komme ich auch wieder, und das ist für mich schon auch was Besonderes, an den Punkt zurück, wo meines Erachtens nach Kultur herkommt, kam nämlich zum Kultus. Dass es einfach aus einer Gemeinschaftserfahrung etwas Erwachsenes ist. Dass es also nicht etwas ist, was man sich aus Statusgründen leistet. Ich kann mir leisten in Jeff Koons, sondern wo man sagt, nein, wir brauchen das als Gebrauchsgegenstand auch. Ein Altarbild ist ja nicht nur Aufhübschung des Raumes, sondern es ist zentriert, es bringt was vor Augen, es ist eine Anknüpfungsmöglichkeit. Das sind immer nur Bilder. Also wir beten ja auch nicht Bilder an, das ist ja dieser Vorwurf. Aber es ist eine Möglichkeit, Zugang zu bekommen. Und da erreiche ich vielleicht auch Leute, die sonst vielleicht durch Kunst sich erstens nicht ansprechen lassen würden, aber auch andere, die sich durch die Kunst wiederum mit Themen auseinandersetzen, die ihnen sonst fremd gewesen sind. Also insofern kann auch dieses Wechselspiel Kunst und Kirche etwas einander gegenseitig Befruchtendes sein. Ich bin immer ganz froh, wenn es in einer Kirche auch Kunst gibt. Ich habe nämlich mal gehört,
dass mir jemand gesagt hatte, also wenn unser Pfarrer zu langweilig predigt, dann schaue ich mir ein Fenster oder einen Gegenstand an. Und ein alter Mensch hat mir mal gesagt, aus seiner Kirche, wo er in der Kindheit war, er könnte sich an keine Predigt oder so mehr erinnern. Er könnte aber genauestens sagen, welche Heiligenfigur oder welches Kirchenfenster oder so da dargestellt war. Und da ist mir so deutlich geworden, ja, manchmal versagen die Worte oder sind eben auch schlecht gewählt oder wie auch immer. Aber die Kunst hat trotzdem ihre Botschaft und die nehmen Menschen dann auch irgendwie auf. Das spricht sie an. Ich könnte zum Beispiel aus der Kirche in Köln, wo ich herstamme, könnte ich auch ganz viele Dinge Ihnen skizzieren. Also wenn ich zeichnen könnte, aber ich habe die vor Augen und habe diese Bilder vor Augen, die ich da gesehen habe. Und oft ist es so, dass sich mir fotografisch da irgendwie was einprägt und ich, wie eben so diesen Himmelfahrtsaltar von Asam, also den Asam habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber natürlich kenne ich den, aber das habe ich irgendwie so vor Augen und das beflügelt mich oft auch so, wenn ich anderen Leuten etwas weitergeben möchte. Also wenn ich etwas erklären möchte, muss ich das ja in eine Form bringen und da hilft mir dann oft eine künstlerische Gestaltung und dann verweise ich gerne auf sowas. Zum Beispiel bei dem Schlussbild hier der Himmelfahrt Mariens. Wir haben ja eben schon über Adam und Eva, über die beiden Gelangweilten gesprochen. Stimmt. Hier sind sie nicht mehr gelangweilt, sondern hier sind sie gerade gymnastisch ausgestreckt. Ja, ja. Also da ist die wieder bewegen sich. Die bewegen. Also die haben eine vielleicht eine Perspektive oder eine Ausrichtung auf etwas hin. Und das ist im Grunde dann auch der große Spannungsbogen sozusagen von der ersten. Keinen rechten freien Willen mehr. Also eine Haltung, die ich. Ja, weiß ich ja nicht, ob man denen das einfach so absprechen sollte. Er könnte die Augen zumachen, macht er aber nicht. Ja, dann wäre es ganz weg. Aber so sind sie doch irgendwie ausgerichtet und legen nicht einfach nur so da rum oder so, lassen sich hängen oder gehen oder wie auch immer, sondern sie sind irgendwie auf etwas Größeres hin. Na, sie richten sich, sie richten sich Sinne aus. Des Wortes auf. Ja. Also er dreht sich ja fast wie aus dem Grabe heraus, dreht er sich in so einer Schlangenbewegung, Figura Serpentinata nannte man das im Manierismus, dreht er sich ja auch eigentlich zum Licht hin. Also wie so eine Pflanze, die sich emporwindet. Und sie hat schon diesen Adorationsgestus. Ja. Das war mir schon wichtig. Es gibt eine Stelle im Parsifal von Wagner, in dem riesigen letzten Akt kommt die Kundry und die hat nur zwei Worte, ist die ganze Zeit auf der Bühne und sagt nur einmal dienen, dienen. Und das klingt, wenn das ein Künstler sagt, klingt das ja geradezu lächerlich. Dann könnte man sagen, naja, also wo ist deine künstlerische Freiheit? Aber ich möchte manchmal auch die Kundry sein. Also ich glaube, das haben wir etwas auch verlernt, dass auch darin nicht nur die Magd sich deutlich macht, sondern dass das ein großes Geschenk sein kann. Das ist ja, also ich denke da immer dran, eine der vornehmsten Ämter in unserem Land sind die Ministerposten. Und der Minister ist lateinisch der Diener, Ministerium, Ministrare, der Ministrant ist der Messdiener. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und es gibt, weiß gar nicht, wer das war, irgendeinen Politiker, der jetzt nach Jahren aus dem Amt gegangen ist, der dann am Ende gesagt hat, es war mir eine Ehre, meinem Land dienen zu dürfen. Und das war wirklich ehrlich und nicht so einfach also wie gesagt, nicht dieses Markthafte, so dieses Unterwürfige, Demutsvolle oder so irgendwie, sondern ich glaube, wer dient und wer das bewusst tut, der muss gar nicht seinen freien Willen aufgeben. Nee, der hat ja was zu geben. Der hat was zu geben, aber sich selbst letztlich. Ich habe Sie jetzt ja auch erlebt bis jetzt hier. Sie haben ja auch ein sehr nahbares Wesen und also der neue Papst hat ja auch aufgefordert, die Amtskirche eben auch viel näher dem Stallgeruch, ne, wie er sagt. Den Geruch der Schafe soll man annehmen. Also dass man viel mehr wirklich dieses auch das Dienende hat. Ne? Die katholische Kirche hat ja sicherlich durch den Pomp, den sie ja auch gerne zelebriert, natürlich auch einen Status eben. Und man wird bestimmt nicht Erzbischof werden, weil man viel Geld verdienen möchte. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Da gibt es, glaube ich, da gibt's wahrscheinlich andere Berufe, wo man mehr Möglichkeiten. Also das war, also man bewirbt sich ja auch nicht darum, sondern man wird gewählt, man wird berufen und so. Und
man muss nicht unbedingt Erzbischof sein, um glücklich zu werden oder so irgendwie, sondern das ist auch ein Dienst fürs Ganze. Welt, dass ja ganz viel darauf ausgerichtet wird und Berufe eben danach eingeteilt werden, wie viel Geld kann man damit verdienen. Aber das ist auch das Statussymbol. Oder ein Künstler hochgeschätzt wird, wenn er eben teuer verkaufen kann. Und dass das natürlich manchmal kurz gesprungen ist, die Wilden aus den 80ern, viele kennen wir davon gar nicht mehr und nehmen sie gar nicht mehr wahr, die unfassbare Preise damals erzielt haben. Insofern ist das sicherlich auch manchmal ein ganz kurzes Glück. Ja, wollen wir noch in den letzten Raum gehen? Ich war schon weg, aber wir können ja schon mal hingehen. Noch trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob wir noch. Aber das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil das ist ja eins deiner frühen Arbeiten. Ja, das ist hier das Älteste in der Ausstellung. Auch noch anders, wirklich vom Formalstil. Ne? Das ist noch offener, das ist sicherlich noch näher an Caravaggio auch angelehnt. Und da ist ja auch wieder so ein Sebastian, der, wo man auch sagen kann, mit der Physis könnte der natürlich dieses lächerliche Stricklein auch durchreißen. Und man weiß ja auch nicht hundertprozentig, sticht sie den Pfeil rein oder zieht sie ihn raus. Also es bleibt da auch einiges in der Schwebe. Begibt er sich bewusst in diese Opferrolle oder wie man das sagen will? Oder erduldet er sie in Überzeugung, dass es notwendig ist für ihn, sich in diese Rolle zu begeben? Das hat mich damals interessiert. Wenn beide gesichtslos sind, hat das eine Bedeutung für dich? Ach, ich sag da gar nichts. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kann ich doch was sagen. Die Gesichter, ich hatte es vorhin schon angedeutet, sind mir wichtiger geworden. Also der Einzelmensch ist mir wichtiger geworden. Das wolltest du doch rauskitzeln. Rauskitzeln sozusagen. Gut. Gut. Ja, ich glaube, liebe Besucher, wenn Sie uns noch hören und wenn Sie uns noch folgen, Sie sind herzlichst eingeladen, wirklich hierher zu kommen, sobald es wieder möglich ist, dass wir uns einfach wieder sehen können, wirklich auch und wieder wahrnehmen können. Denn es ist doch was anderes auch, das haben wir bei drei erlebt jetzt, Kunst in Gesellschaft zu erleben als alleine. Auch das ist, glaube ich, der Austausch ist wichtig. Und wir sehen uns alle danach. Natürlich müssen wir uns jetzt dran halten und wir hoffen, dass wir ganz schnell in diese Zeit kommen, dass wir es wieder können. Und ich wünsche eine wunderbare Weihnachtszeit und bedanke mich, wenn Sie uns gefolgt sind zu lange. Und bedanke mich fürs Kommen nach Leipzig und nach Hamburg. Und bleiben Sie schön gesund und immer mit Fragen. Dankeschön. Tschüss. Und Wiedersehen. Tschüss. Und man macht das heute, glaube ich, immer so. Das ist so der Ritus, der jetzt...